Hallo und schönen guten Abend. Ich befinde mich hier immer noch auf dem PDR für die kommende Season 28 und jetzt geht es auch nochmal um die Natalia DH. Ich hatte ja schon ein Speedrift-Bild dazu vorgestellt gehabt, aber natürlich eignet sich der Natalia DH auch super zum Qual 16 Farmen. Qual 16, Keys und Bounties, auch ein Allrounder. Du bist nicht in Geo abhängig oder sowas. Also ähnlich wie der Monk Easy mit das Beste zum Qual 16 Farmen. Also wirklich, Monk und DH sind die besten Qual 16 Chars, ob es jetzt um Bounties oder Keys geht. Mit Abstand am schnellsten und angenehmsten. Der DH ist nochmal mehr Brain AFK als der Monk. Bei Monk muss man sich ein bisschen konzentrieren, gescheit zu dashen, nicht gegen eine Kante zu dashen oder sowas. Ist aber dann nochmal schneller, wenn sich bei Monk konzentriert. Der DH ist so ein bisschen Brain AFK, wirbel einfach durch, du bist super fast, kannst währenddessen nebenbei eine Serie schauen auf dem zweiten Bildschirm. So, einen D3-Planer-Link dazu gibt es natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Wir gehen aber auch hier kurz nochmal über den Cube und über die Items und über alles Mögliche drüber. Ja, ich zeige euch das Ganze wieder ohne Potion Power, aber natürlich mit dem Altar of Rites vollgeskillt. Und ich habe jetzt hier keine Paragon-Punkte vergeben, außer Movement Speed. Ich habe Augments auf dem Gear, braucht man aber auch eigentlich auch nicht. Auf Qual 16 macht das Ganze einen absoluten Overkill. So, ich move kurz zur Seite. Als erstes im Cube Sword habe ich Echoing Fury. Die gibt uns Attack Speed, das brauchen wir aber nicht unbedingt, aber auch 25% Movement Speed einfach, wenn wir Gegner killen. Dann die Tangul Coils, das sind die Armschienen extra für den Build für 200% mehr Damage einfach. Und dass wir immer zwei von den Spike Traps legen, weil es uns die Scatter Rune gibt. Die macht, dass hier immer so zwei Stück gelegt werden. Brauchen wir deswegen auf jeden Fall. Prunkring, weil wir das Ganze mit dem Crimson Set kombinieren. Für am Anfang natürlich nochmal ein bisschen mehr Schaden. Bisschen Cooldown Reduction, bisschen Resource Cost Reduction. Das macht das Ganze auch angenehmer zum Spielen. Deswegen hier auch Crimson Gürtel und Crimson Hose. So, wir kombinieren das natürlich mit dem Natalia Set. Natalia Helm, Brust, Handschuhe, Schuhe und Waffe auf jeden Fall. Die haben wir alle an. Dazu tragen wir in Demon's Demise. Gibt es nochmal 200% mehr Damage für die Spike Traps, für unseren Schadenspell, für die Dinger hier. Die lösen aus, wenn wir drüber wirbeln übrigens. Ja, und ansonsten gehen wir pur Richtung Movement Speed. Also, okay, wir haben noch Mantle of Channing an, die geben uns auch nochmal ein bisschen Toughness und ein bisschen Damage. Wenn wir rumwirbeln, werden wir einen Channeling Spell casten. Hier, Strafe, unser Auslöser davon, mit dem wir uns fortbewegen, ist ein Channeling Spell. Und dann fangen wir mit Movement Speed. So, wir haben als erstes die Vazeche in Armguards an. Guck mal, die Dinger habe ich nicht mal gerollt. Da ist Cold Damage noch drauf. Da müsste Lightning oben sein. Denkt euch das mal weg. Die geben uns extra Movement Speed, wenn wir Gegenstände kaputt machen. Da ich das mit Strafe an einem vorbeiwirbeln, treffen überall mal so ein paar Vasen, mal so ein paar Gestrüppe und sowas. Wenn wir so zerstörbare Objekte zerstören, kriegen wir nochmal einen 50% Movement Speed Buff. Dann haben wir ein Squirts Amulett an. Einfach nochmal für mehr Schaden. Wir tragen einen Rächesring, auch wenn wir jetzt selber keine Möglichkeit haben, sonst die Gegner so zu vieren. Wir tragen keine Echoing Fury oder so, aber der Rächesring selber löst sich selber aus. Der rollt mit einer 1-5%igen Fear-Chance, also da sollte man schauen, dass man da halbwegs hoch ist. Hier zum Beispiel 4% und dann ist noch der Fear-Effekt hier bis zu 60% sollte hoch sein. Das bedeutet, den Rächesring nicht einjuben, definitiv selber anziehen. Weil diese 4%, das bedeutet ja zum Beispiel bei 4%, ich muss 25 Gegner treffen, 25 Hits machen im Schnitt und ich habe irgendeinen Gegner gefeiert, dann habe ich für 4 Sekunden mehr Movement Speed. Wenn du hier so schnell an Gegnern vorbeiwirbelst und du so viele Effekte auf die Gegner procst, du hittest so viele Gegner, das ist fast permanent an. Das ist easy permanent an eigentlich. Dann tanken wir einen Obsidian Ring, um vor allem den Cooldown von unserer Rache zu reduzieren. Rache brauchen wir die ganze Zeit an mit der Seath Rune, damit wir genug Hass regenerieren, damit wir durchwirbeln können. So, kommen wir als nächstes zu den Legendary Gems. Wir tanken natürlich einen Boon of Horda, logisch. Gold-Explosion, 30% mehr Movement Speed, wenn wir das einsammeln. Plus natürlich wie immer auf dem Begleiter haben wir einen Avarice Band, der dann unseren Sammelradius erhöht, dass wir alles Gold, alle Globes, alles mögliche auf dem Bildschirm instant einsammeln. Gleich sammeln wir übrigens auch lauter Heal Globes ein. Die Heal Globes geben uns das Schild über den Altar of Rites. Gibt es eine Note, die uns ein Schild gibt, wenn wir Heal Globes einsammeln. Und mit diesem Schild halten wir auch den Buff vom Squirts Amulett besser aufrecht. Im Squirt seht ihr hier, da haben wir einen Teguk drin, einfach wegen Wirbeln mehr Damage. Man kann das Damage stimmt ja auch einen Trap mitnehmen, aber für einen Bane of Trap muss man die Gegner irgendwie slowen oder sowas in der Art. Dafür hatte der eine Passive, die lassen wir aber weg, weil wir mehr Movement Speed Passive mitnehmen wollen. Deswegen hier als Damage Gem einfach ein Teguk. Man kann auch ein Powerful oder so mitnehmen, aber Teguk ist eigentlich damit am besten. Wir haben den eh permanent ab. So, dann der nächste Gem, Wrath of Lightning. Der sorgt für so Blitze, wenn wir Gegner hitten, mit einer 15%igen Chance. Die sind permanent an, die geben uns nochmal 25% Movement Speed. So, dann das Passive, einmal Hot Pursuit, einfach 20% Movement Speed nochmal. Tactical Advantage, nochmal 60% Movement Speed, wenn wir in dem Falle dann unsere Shadow Power anmachen. Shadow Power, nochmal 100% Movement Speed. Shadow Power. Smoke Screen, 100% Movement Speed. Dadurch kriegen wir den Movement Speed Bonus auch. Shadow Power haben wir mit Shadow Gliding, das sind nochmal 30% Movement Speed.
Und zu guter Letzt Preparation mit Punishment, um ab und zu nochmal ein bisschen Hass gegenzudecken. Weil wenn wir mal auf eine gegnerleere Strecke treffen, dann brauchen wir das vielleicht. Das gibt's in manchen Ebenen beim Keyfarmen, da ist man nicht viel los. Und vor allem, weil das Ganze auch als Bounty-Build benutzt werden kann. Und da hat man auch auf jeden Fall mal leere Strecken, dass man sich da ein bisschen gegenrecken kann vom Hass her. So, Strafe ansonsten hier mit der Drifting Shadows Rune, damit man sich gescheit vom Movement Speed her fortbewegt. Spike Traps immer mit der Lightning Rune, die hat den größten Radius so. Diese Blitze treffen am meisten Gegner auch auf Qual 16. Ja, und ich würde mal sagen, das war's. Die drei Plan liegen in der Videobeschreibung und wir gehen in T16 Rift rein und ich zeige euch, wie man da durchrast. Ich weiß, man kann das Ganze theoretisch auch noch mit dem GOD-Set 2-Piece-Set-Bonus kombinieren. Da gibt uns noch diese Momentum-Stacks, da müssen wir ein Auto-Hit einbauen. Könnte man zum Beispiel anstatt Preparation dann mitnehmen, weil der auch dann Hass gegen direkt ein Auto-Hit. Und dann gibt man nochmal extra Movement-Speed. Ich glaube, es sind 50% von diesen Momentum-Stacks. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr nervig, Momentum-Stacks aufrechtzuhalten. Wenn ich einen sehr schnellen Keyfarm-Build haben will, bei dem ich mich konzentrieren will, wo ich aktiv was bei drücken will, dann spiele ich Monk. Ansonsten zum Brain-AFK durchfarmen, eine Taste gedrückt halten eigentlich und den Rest hier so ein bisschen drauf rumspammen, drauf rumhacken. Dafür spiele ich DH. Da will ich mich nicht anstrengen, will keine Momentum-Stacks aufrechthalten. Ja, ansonsten würde ich Monk spielen. So, und wir wirbeln einfach los. Wie gesagt, ich spam eigentlich alles nur hier. 1, 2, 3, 4. Kann man ein bisschen drauf rumhacken. Und einfach durchwirbeln. Ja, ihr seht, alles ist easy tot. Wie gesagt, ich habe jetzt Augments auf dem Gear, aber braucht man nicht. Also von Anfang an könnt ihr da direkt durchballern. Ohne Paragon, ihr braucht nur die ganzen Items natürlich. Ihr braucht die Multiplayer-Items, die carryen komplett den Schaden von dem Build. Ja. Der Kill-Speed ist nicht so schnell wie jetzt zum Beispiel mit der Strafe-Multishot-Variante, die man letzte Season spielen konnte, in Season 27. Weil wir nur maximal 10 Traps gleichzeitig draußen haben können. Das heißt, ihr müsst mal so ein bisschen an die Packs ranwirbeln. Die sterben nicht direkt am Rand vor eurem Bildschirm instant, sondern hat einen bisschen eingeschränkteren Radius, als man es vielleicht letzte Season von dem Multishot rumwirbeln gewohnt ist. Das heißt, so ein bisschen über die Packs drüber wirbeln oder ganz knapp an ihr vorbeiwirbeln. Ja, einfach vom Radius her dann denken. Und hier haben wir übrigens mal das Beispiel von einer gegnerarmen Ebene. Hier könnte man Hassprobleme bekommen. Aber ja, ist jetzt eh Rückzugspawn. Was war das? Ein paar Sekunden Rift. Geht auf jeden Fall super schnell. Bounties funktioniert genauso gut. Wunderbarer Qual 16 Bild für die Season 28. Ja, sagt mir gerne in den Videokommentaren, was ihr von dem Bild haltet. Und ansonsten sehen wir uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.